Vorbereitungen für den ersten Rennstart des Tages. Deshalb jetzt rüber in die Schirme. Ja, kenne ich. Ja, vielen Dank für die Übergabe und es wird wirklich spannend werden. Die Trucks haben ja am gestrigen Vormittag bei Nassau-Strecke ihre erste freie Trainingssitzung absolvieren können. Da gab es viele, viele Dreher, die wir beobachten konnten. Und am gestrigen Nachmittag, wo man dann in die Superpool hineingefahren ist, hat man die optimalen Verhältnisse hier in der Eifel gehabt. Trockene Strecke, etwas bewölkter Wolkenhimmel, aber das Ganze ging sauber und trocken über die Bühne. Und es wird jetzt hier natürlich ganz, ganz spannend werden, denn wenn man einmal den Blick in die Startaufstellung hineinlegt, so sieht man, dass die ersten vier, fünf nur wenige Zehntelsekunden voneinander getrennt sind. Dabei natürlich der vierfache und amtierende Europameister ganz neu umgestiegen in diesem Jahr auf einen Iveco. Die Mannschaft von Jochen Hahn hat auch selbst rund um den Fahrer und Teamchef Jochen Hahn das Fahrzeug selbst aufgebaut in den heimischen Werkstätten in einem kleinen Ort in der Nähe von Alpensteig. Und man ist gut mit diesem Fahrzeug in die Saison hineingestartet. Die Iveco-Mannschaft, wo man ja dann nicht nur bei Jochen Hahn einen Iveco zum Einsatz gebracht hat, der im Übrigen auch in diesem Jahr wieder mit dem Hauptsponsor der Knorr Bremse unterstützt wird, Jochen Hahn, der heute Morgen im feuchten Warm-up gar nicht allzu gut zurechtkam. Aber es wird in den heimischen Werkstätten im Nordschwarzwald nicht nur der Iveco von Jochen Hahn aufgebaut, sondern auch das zweite Fahrzeug aus dem Hause von Iveco. Das ist die Mannschaft von Team Schwabentrag. Dort hat man eine technische Kooperation gestartet mit dem Teamchef George Klöckner. Und hier wird natürlich auch ein Gerd Körper eingesetzt in einem ganz, ganz neuen Iveco-Renntrag, wo man sagt, bei Hahn wird das Ganze entwickelt und dann gehen die technischen Entwicklungen rüber in den Truck von Gerd Körper hinein, der ja in diesem Jahr 30 Jahre Truck-Jubiläum hier in der Eifel feiert. Da gibt es aber im Team von Gerd Körper noch ein Schwesternfahrzeug, die Startnummer 28, wo wir in den letzten Jahren auch schon einmal gesehen haben, den Mechaniker von Josh Klöckner, Charlie Arnold, haben aber auch in vielen Jahren schon erleben dürfen, Markus Altenstraßer, der Österreicher, der ja im Übrigen in diesem Jahr auch beim Saisonauftakt in Spielberg selbst am Start war, konnte aber hier auf dem Nürburgring eine Verpflichtung nicht antreten. Und so ging das Cockpit dann rüber an Steffen Faas. Das ist ein 33-jähriger junger Deutscher, der hier unterwegs ist, Steffen Faas, zum ersten Mal im Renntrag. Und schauen wir uns doch einmal etwas näher diesen Fahrer uns an. FanTV ist unterwegs im Fahrerlager für euch hier an der Strecke für die Fans des Truck Grand Prix. Und wir haben Besuch bekommen, Steffen Faas. Ein Name, der im Trucksport, ja, ich sag mal, übersichtlich bekannt ist, Steffen. Ne? Aber in der KTM Expo, das sind die Autos, wo ich immer sage, wie kann man so tolle Autos bauen, da ist er bekannt. Steffen, du bist an diesem Wochenende richtig zum ersten Mal in einem Truck und das hier bei Schwabentruck. Und da ist man ja sowas von behütet und gut aufgehoben. Wie ist so das Gefühl in den ersten Runden auf dem Ring im Truck? Ja, es ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Es sind andere Dimensionen, es ist ein komplett anderer Fahrstil. Ich fühle mich hier am Nürburgring total wohl, deshalb haben wir auch dieses Wochenende genommen für den Einsatz im Truck Grand Prix und bin total begeistert. Gibt es eine Affinität zum Truck oder war das einfach jetzt, ich kenne den Schorsch, ich kenne Iveco oder wie kommt man dazu? Weil du fährst ja, ich habe es eben eingangs schon mal gesagt, so diese futuristischen, eigentlich futuristisch aussehenden KTM Expos. Ja, das ist relativ einfach. Wir kommen alle eigentlich aus der gleichen Ecke, aus dem Schwarzwald und ich bin nicht weit weg vom Jochen. Ich kenne den Jochen schon viele Jahre und war als Kind schon immer hier mit dabei beim Truck Grand Prix. Und damals habe ich immer gesagt, wenn ich mal die Möglichkeit habe, sowas zu fahren, dann möchte ich das einfach mal machen. Und jetzt haben wir, sage ich mal, die Gelegenheit gegriffen und haben gesagt, jetzt ziehen wir das durch. Es ist immer irgendwie eine blöde Frage zu sagen, was ist der Unterschied zwischen. Ne? Aber du hast eben gesagt, es ist ein komplett anderes Fahrgefühl. Worauf muss man denn hier beim Truck außer der Dimension den größeren Wert legen oder den größten Wert legen? Ja, man hat hier einfach eine sehr langsame Kurvengeschwindigkeit. Das haben wir bei uns gar nicht. Wir suchen bei uns den Speed in der Kurve und das ist eine sehr große Umstellung, weil der Truck in der Kurve so langsam ist, dass man fast denkt, es ist zu langsam. Ja?
Und daran muss ich mich erst gewöhnen. Die Beschleunigung raus aus der Kurve ist im Endeffekt das Gleiche. Aber es hat einfach mehr Drehmoment. Einfach das komplette Paket ist anders. Man muss sich gewöhnen. Und ich habe gesehen, bevor wir uns getroffen haben, der Mentor, so will ich es mal ausdrücken, Jochen Hahn, hat dann, ihr habt zusammengestanden und habt wahrscheinlich auch mal geschaut, wo geht's nicht, wo gibt's. Da hat man schon es gut, wenn man auf die Erfahrung eines vierfachen Europameisters setzen kann. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass der Jochen hat das Ganze ja auch mit organisiert, dass ich hier mitfahren darf. Und dass er mich hier jetzt mit begleitet und durchführt, genauso wie der Gerd, auch mir hilft, wo es nur geht. Und das macht riesig Spaß, ja. Dann wünsche ich für das Wochenende ganz viel Glück und diese Ideen und diese Erfahrungen, die man sammelt. Herzlichen Dank für deine Zeit und ich gebe dann wieder zurück ins Studio zum ZF Fahrerlager Fan-TV. ZF Fan-TV ist unterwegs im Fahrerlager für euch hier. Interessante Einblicke, die wir gewinnen konnten zu Steffen Fast in Schönberger. 33 Jahre ist er jetzt jung und wie gesagt, im vergangenen Jahr der Meister der Klasse Elite bei der Crossbow Battle. Er hat aber auch Rennerfahrung, denn er war ja früher auch im VW Polo Cup unterwegs gewesen. Nun, jetzt der Umstieg auf den 1200 PS starken Iveco. Das wird natürlich auch für ihn ein ganz schweres Ding werden, gerade hier auf der feuchten Strecke. Ja, wenn wir schon einmal angesprochen haben, die Leistung der Renntrucks, so geht das Ganze auch wie in den letzten Jahren immer ein bisschen hin und her. Sprichst du einen Fahrer an, sagt er, ich habe 1100 PS, vielleicht aber auch 1150 oder 1200. Ich denke aber, diese Leistung, Lutz Bernau hat es gestern einmal im Interview geschildert, ist nicht unbedingt so das letzte Erfolgsgeheimnis. Es ist wichtig, ein breites Drehzahlband zu haben, so wie beispielsweise hier im Nassen mit Sicherheit die Freightliner, die tschechische Marke, ein paar Vorteile hat, weil sie eben ein ganz, ganz breites Drehzahlband hat, anders wie der Iveco oder wie der MAN. Und vor allen Dingen schaltfaul muss man sein, wenn man einen Freightliner fährt. Das Ganze geht hier maximal mit 4 Gangwechsel auf der 3629 Meter langen Runde über die Bühne, währenddessen noch die MAN, die Scanias, die Ivecos und so weiter des Öfteren am Ganghebel reißen müssen. Man ist auch hier in der Truck-Race-Szene, beschäftigen wir uns kurz einmal mit dem Reglement, mit einem Seriengetriebe in Anführungszeichen unterwegs. Man hat natürlich hier die Schaltzeiten ein klein wenig geändert. So muss man dieses Getriebe auch dementsprechend öfter warten. Seit dem vergangenen Jahr haben wir ja bei den zugelassenen Racetrucks, die seriennah sein müssen, eine Gewichtsveränderung. Das Mindestgewicht zu jedem Zeitpunkt des Rennens beträgt 5.300 Kilogramm. Davon müssen 3.100 Kilogramm auf der Vorderachse lasten. Ja, also mal ganz kurz die technischen Daten. Wir sind dann rund bei 1150 PS unterwegs und gut, die Einheitsreifen haben wir aufgezogen. Aber bevor wir den Blick in die Startaufstellung hineinlegen, geben wir einmal zu unserem Medien- und Werbepartner UTA. Die vielen, vielen elektronischen Hilfen sind hier im Truck-Rennsport nicht zugelassen. ABS, ASR, die Anti-Schlupfregelung, Automatikgetriebe, Kraftstoffzusätze, all das ist verboten. Wir sind hier seriennah unterwegs. In der Serie werden diese Trucks so bis ca. 500 PS haben, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und im Rennbetrieb mit 1100 PS bist du schon sehr, sehr gut dabei. Und vom Hersteller müssen 100 Stück gebaut werden, um hier den Motor dann auch dementsprechend vielleicht in andere Trucks einsetzen zu können, wie beispielsweise bei Erwin Klein-Nagelfort, er pilotiert einen Scania, aber meiner Einschätzung nach mit einem MAN-Motor. Der Ladedruck im Turbolader in der Serie 2 Bar, im Renngeschehen 4 Bar und die Geschwindigkeit, die liegt weiterhin im Reglement mit 160 in der Spitze begrenzt. Das sind Sicherheitsaspekte, denn ich habe es gestern schon einmal erklärt, wenn du mit weit mehr als 160 in die Leitplanken einschlägst, mit 5,3 Tonnen, die werden dem Ganzen nie und nimmer standhalten. Und hier auf dem Nürburgring gibt es noch eine Besonderheit. Die Kreisstraße zwischen Nürburg und dem Potsdamer Platz, die ist, sobald die Trucks gestartet werden, gesperrt für den normalen Durchgangsverkehr. Das ist ja dann so in 30 Minuten wieder erledigt. Die Besucher rund um den Nürburgring, die wissen das, meiden dann auch diese Straße, um den Weg auf die Tribüne zu finden. Aber so achtet man eben im Truck-Rennsport auf die Sicherheit. Auch bei der 99 ist natürlich eingebaut ein Käfig, der besondere Anforderungen natürlich laut Reglement entsprechen muss. José
Teodosio, der Portugiese, der im Renault Premium jetzt langsam aber sicher auch den Weg in die Startaufstellung wählt. Auch er muss laut Reglement eben die Goodyear Einheitsreifen auf seinem Fahrzeug aufgezogen haben. Die hat man auf Aluminiumfelgen aufgezogen. Jetzt sagt manch einer, ist doch ganz normal, Aluminiumfelgen. Aber im Truck-Rennsport gibt es die auch noch nicht allzu lange auf der Hinterachse. Denn auf der Hinterachse waren lange Zeit nur die Stahlfelgen erlaubt. Aber jetzt darf man das Ganze auf Hinter- und Vorderachse auch fahren. Und seit dem Jahr 2013 ist das so. Und ungefähr seit 2 Jahren klebt man die Löcher in den Felgen ab, denn damit möchte man vermeiden, dass der beim Bremsen austretende Wasserdampf sich auf die Reifen niederlässt und somit eben für die Glätte sorgt, die man überhaupt nicht haben möchte. Sprich, wenn es trocken ist hier im Nassen, dürfte das so ziemlich egal sein. Denn man hat im Renntrag auch weiterhin 200 Liter Wasser mit an Bord, haben auch gerade erkennen können im Renault Premium von Teodosio, der 99, die Wasserbehälter im hinteren Teil des Fahrzeuges. 200 Liter Tanks hat man dort eingebracht und die absoluten Top-Teams, die haben immer einen feinen Wasserstrahl, der kontinuierlich auf die Scheibenbremsen gespritzt wird. Und wenn man dann die Bremse betätigt, wird dieser Strahl noch einmal verstärkt. Das ist unbedingt nötig, denn die Scheibenbremsen haben eine optimale Arbeitstemperatur in dem Fenster von 300 bis 350 Grad. Sitzt man dort drüber, dann droht natürlich die Gefahr, dass die Scheiben platzen, was man auch hier und da auch einmal erlebt. Wunderschöne Bilder haben wir momentan eingefangen von unseren Kameraleuten, die bei Wind und Wetter draußen stehen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Und wir blicken einmal in die Startaufstellung hinein. Gestern im Qualifikationstraining konnte sich ja der vierfache und amtierende Europameister Jochen Hahn durchsetzen. Der Iveco-Pilot mit 1,54,715 Sekunden war er der schnellste gewesen. Aber nur einen minimalen Vorsprung auf den Mercedes von Norbert Kisch. Jochen Hahn in den letzten Jahren gesehen worden auf MAN, konnte auf MAN 4 Titel einfahren, 3 davon in Folge. Und jetzt, wie gesagt, hat man umgebaut, man hat einen Iveco, der eingesetzt wird in den heimischen Werkstätten in der Nähe von Altensteig, wurde dieses Fahrzeug mit dem Hauptsponsor Knorr neu aufgebaut. Neben ihm steht dann ebenfalls ein Europameister und Jochen Hahn hat ihm sogar damals den 2013er Europameisterschaftstag verkauft und damit wurde Norbert Kisch, der Mann, der aus Budapest, aus Ungarn kommt, 2 Jahre in Folge Europameister in der seriennahen Klasse der Racetracks auf MAN, ist im letzten Jahr umgestiegen, hat auch den Techniker von Jochen Hahn, Stefan Honens, mit hinübergeholt zu MB Motorsport GmbH Tankpool 24 Racing, zu der Mannschaft auf dem Mercedes mit Markus Bauer als Teamchef. Norbert Kisch steht aktuell auf der 5. Position der laufenden Meisterschaftssaison, währenddessen Jochen Hahn die 3. Meisterschaftsposition eingenommen hat. Wir blicken hinein in die 2. Startreihe. Dort steht der Rückkehrer Antonio Albacete. Der kommt aus Madrid, aus Spanien. Und auch der hat schon einige Europameisterschaftstitel sein eigen nennen dürfen. 3-facher Europameister, 5-facher Vize-Europameister. Und der geht für die Mannschaft Tracksport Lutz Bernau an den Start. Ganz interessant, ganz schnell erzählt, im letzten Jahr hat sich Kipsa, sein langjähriger Sponsor, die Mineralölgesellschaft aus Spanien, aus der Sponsorschaft von Antonio Albacete zurückgezogen. Er, der sein Fahrzeug ja von seinem eigenen Team in den letzten 1-2 Jahren vorbereiten ließ, zog sich dann auch vom Truck-Rennsport zurück. Aber im Winter kam der Kontakt Antonio Albacete, Lutz Bernau wieder zusammen. Und so hat man hier ihm einen neuen Truck aufgebaut, Antonio Albacete auf 3. Die 4. Startposition, das dürfte für mich aktuell so ein bisschen der heimische Favorit hier sein in diesem Wertungslauf. Das ist Adam Lacko. Und gestern Abend hat noch die Mutter von Jochen Hahn zu mir gesagt, er hat Kisch, er hat Lacko und Albacete um sich herum. Das ist ein Startvorgang, da werde ich die Augen schließen, denn sie beobachtet den Startvorgang immer in ihrem Teamzelt. Die sagt, dann werde ich die Augen zumachen, das kann ich mir nicht ansehen. Das sind nämlich 4 absolut knallharte Fighter und das sind die 4 ganz, ganz großen Namen in der Szene im Truck-Rennsport. Ja, Adam Lacko, der Freightliner-Pilot, das ist der Führende im Meisterschaftsklassement in der laufenden Saison, der im letzten Jahr Vizemeister hinter einem Jochen Hahn wurde, im Übrigen in den letzten beiden Jahren Vizemeister wurde und er hat die Nase voll, der ehemalige Pilot aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, wo er im Jahr 2005 unterwegs war, der hat gesagt, nicht noch einmal einen 2. Platz, jetzt werden wir Attacke machen und er möchte definitiv in diesem Jahr Europameister werden. Ebenso wie die junge Dame in der 5. Startposition, Steffi Halm mit dem MAN von René Reinhardt Adventure, ist sie in diesem Jahr auch wieder unterwegs.
Steffi Halm ist glänzend in die Saison hineingestartet. Seit Anbeginn des Jahres ist sie seit Österreich auf der zweiten Meisterschaftsposition aufgelistet. Steffi Halm granatenstark unterwegs und sie wird mit Sicherheit versuchen, vorne in die Phalanx der großen, großen vier Herrn Hahn, Kisch, Albacete und Lacco einzutreten. Und sie wird sich einiges hier für den Stadtvorgang vorgenommen haben. Steffi Halm auf Platz 5. Ja, und dann blicken wir natürlich neben Steffi Halm in der dritten Startreihe zum Sechstplatzierten des Qualifyings zu Sascha Lenz. Granatenstark er in diesem Jahr unterwegs. In Österreich wurde er Gesamtfünfter, fuhr dort im vierten Lauf aufs Podium. Der Junge aus Pleit in der siebten Meisterschaftsposition befindet er sich momentan, geht hier für SL Tracksport an den Start. Silvia Lenz, seine Mutter, ist die Teammanagerin, die dafür Sorge getragen hat, dass wirklich das Geld zusammenkam. Und ein Sascha Lenz hat mit seiner Mannschaft einen Track aufgebaut, ein absoluter Eyecatcher, ein wunderschönes Fahrzeug. Etwas betagt vom Grundprinzip her, aber im Winter, er hat gesagt, es blieb keine Schraube an dem Track. Wir haben das Teil komplett zerlegt, haben eine Sandgestrahl lackiert, haben es neu aufgebaut mit allen neuen technischen Spezifikationen, die wir für diesen Truck bekommen konnten. Und Sascha Lenz hat in diesem Jahr ja immerhin schon einmal auf dem Podium gestanden in Österreich, dort in Spielberg im vierten Wertungslauf. Und er wünschte sich diese feuchte Strecke. Hat hinter sich dann in der Reihe 4 stehen, in der siebten Startposition, David Frigetski, den zweiten Tschechen auf dem zweiten Freightliner hier im Feld. Neben Adam Lacko ist ja der Teamkollege von der Freightliner-Mannschaft David Frigetski, der im vergangenen Jahr die Saison ausließ, der in diesem Jahr auch noch kein Truckrennen gefahren war, weder Österreich noch Italien. War er am Start mit dem 12,5 Liter Sechszylinder Freightliner Motor, der im Übrigen aus dem Hause von Caterpillar kommt. Die Startposition 8, dort ist ein Mann aus Metz, aus Frankreich aufgestellt, Anthony Janiek, der für Lion Truck Racing unterwegs ist, der ja auch schon in der französischen Formel 3 vor einigen Jahren unterwegs war. Und er hat ja auch schon in der Szene in Frankreich einiges ableisten können. In Sachen Truck-Rennsport hat sich immer in den führenden Positionen der französischen Meisterschaft gezeigt, dort wo Steffi Halm ja schon zweimal französische Truck-Race-Meisterin war. Die 9. Position an die 27, an den Mann, der in diesem Jahr 30 Jahre feiern darf, auf dem Iveco. Gerd Körber, das hat er nicht alles schon erlebt in seiner Zeit. Ich erinnere mich da auch noch an den Aufschlag der Truck-Race-Szene in der Lausitz. Man war ja dort auch zweimal unterwegs gewesen, dort wo Gerd Körber die Freightliners auch zur frühen Stunde mitentwickelt hat, gemeinsam mit einem genialen Techniker namens Mario Gress. Und Gerd Körper wurde dort an den Haken eines Abschleppfahrzeugs genommen. Dann riss sogar die Anhängerkupplung von dem Freightliner ab. Das waren so die schwierigen Entwicklungsjahre. Gerd Körper, dem Phoenix MAN, unvergessen hier auf dem Nürburgring eingesetzt. Der Meister der europäischen Serie der Klasse C im Jahre 1991. Einen Riesenaufschlag wird er auch in diesem Jahr sich vorgenommen haben, abzuleisten hier für das Team Schwabentrack in der Eifel. Wir haben dann den Teamkollegen vom zweifachen Europameister von Norbert Kisch, André Kursim, auf der 10. Gesamtposition stehen. André Kursim, der in diesem Jahr schon Top-10-Plätze abliefern konnte. Speziell der Aufschlag in Italien wird bei ihm unvergessen bleiben. Er konnte ja, André Kursim, dort den 9. Platz in der Meisterschaft einnehmen. Und er hat dort mit 3 Plätzen unter den besten 10 glänzen können. André Kursim in diesem Jahr schon zweimal auf Platz 7. 11. Position geht an die 14, José Rodríguez. Der MAN-Fahrer aus Portugal, 40 Jahre ist er alt, in den blau-gelben Farben ist er aufgestellt, der Zweitplatzierte der letztjährigen französischen
Meisterschaft hat es dann zu tun in seiner Startreihe mit der 28, dem Schwesternfahrzeug vom Team Schwabentrag von Josh Glöckner. Und da steht Steffen Faas in der Startaufstellung bei seinem ersten Truckrennen überhaupt. Ob ihm jetzt der Stift geht oder ob er cool und abgeklärt ist. Ich glaube, das Erstere ist der Fall. Er hat viel Rennerfahrung, aber nicht im Truckrennsport, sondern er ist ja der Meister der Crossbow Battle, eine Serie, die mit KTM-Fahrzeugen über die Bühne gebracht wird, wo wir ja auch viele davon am Start hatten, als man vor, glaube, 2 oder 3 Jahren diese Serie im Rahmenprogramm auf dem Nürburgring beim Truck Grand Prix hatte, der Kfz-Meister aus dem Schwarzwald, aus Schönberg, Steffen Faas. Dann in der hinterstehenden Reihe 7 ist es die 99 José Teodosio, der 43-jährige Portugiese im Renault. Und grün ist geschaltet, es geht in die Formationsrunde. Ready to race sind wir alle mal, auch hier oben in der Eifel. Wir sind bereit, das Feld in Kürze dann im Renntempo an Start und Ziel zu empfangen. Jetzt geht es aber zunächst einmal hinein in die Formationsrunde. Hinter dem Führungstrag sehen wir als erstes Jochen Hahn. Was wird man tun müssen in dieser Formationsrunde? Lutz Bernau hat gesagt, früher zu seiner aktiven Zeit gab es gar nicht viel zu tun. Du hast dich einfach konzentriert. Du bist noch einmal den Startvorgang durchgegangen, hast dann am Ende zugesehen, dass der Turbo den richtigen Ladedruck hatte, um dass man dann sauber auch in diesen Wertungslauf hinein beschleunigen kann. Jochen Hahn hat es aber mal anders geschildert. Bei den modernen Renntrucks, da hast du schon einiges zu tun. Du tust bei Hebel ein paar Knöpfe bewegen, testest auch mal ein bisschen das Bremsverhalten aus, musst zusehen, dass auch die Bremsscheiben zwischen 300 und 350 Grad sich aufgeheizt haben, denn wenn man hier über Stadt und Ziel rüber geht, Richtung der Mercedes Arena, dann muss am Ende auch kein Bremsfading da sein. Du musst den richtigen Bremsdruck haben. Hahn wird auch noch mal beobachtet, wie er die Goodyear Rennreifen aufwärmt, die es ja nur in einer Version gibt. Es gibt keine Slick, es gibt keinen grobstolligen, es gibt nur diese profilierten Reifen aus dem Hause von Goodyear, und die besten 10 der Meisterschaft haben diese zugelost bekommen, und es sind die Reifen, die auch gestern im Qualifying eingesetzt wurden. Die müssen heute den ganzen Renntag halten, und morgen gibt es dann einen neuen Satz Goodyear Reifen. Neben Hahn dann ist es der Tankpool 24 Trag der Mercedes von der Mannschaft rund um Markus Bauer, besetzt mit dem zweifachen Europameister aus Budapest, aus Ungarn, Norbert Kisch. Und dort wird man natürlich dann auch die ganzen Systeme sich noch einmal anschauen, und zwar die Temperaturanzeigen, Getriebeöl, Motoröl, Wassertemperatur. All das wird man im Auge halten. Und jetzt geht es runter über den Bielsteinkurve in den Atwan-Bogen. Und vorne werden die Schlangenlinien gefahren. Aufheizen der Reifen ist angesagt. Dort hinter sehen wir in der dritten Reihe auch den Windpower, den Sven Walter MAN mit Sascha Lenz besetzt. Auch er hat sich angeschlossen, macht auch das Aufwärmen der Reifen, ebenso wie natürlich Steffen Faas und alle anderen, die hier am Start sind. Höchste Konzentration ist angesagt. Es geht jetzt noch langsam rüber Richtung der eng gesteckten Vedol-Schikane, dort vorbei an den Corner-Markers, wo ja vor 2 Jahren noch diese mit Kies gefüllten Reifenpakete aufgebaut worden sind. Und man formiert sich jetzt langsam aber sicher in die richtigen Startpositionen hinein. Immer 2 nebeneinander. Die Sportwarte wünschen den Teilnehmern noch einmal viel Erfolg. Grid-Position muss eingenommen werden. Und dann erwarten wir über die Jaguar-Kurve das Feld, wenn das Führungsfahrzeug ausschert. Aber das Führungsfahrzeug bleibt zunächst einmal auf der Strecke. Und da gehen wir davon aus, dass man 2 Einführungsrunden hier momentan fährt. Denn die Rennleitung hat sich richtig kurzfristig entschieden, noch eine 2. Einführungsrunde dran zu hängen. Denn man hat gesagt, die Strecke ist nass. Man hat heute Morgen ein nasses Warm-up gehabt. Aber wir möchten den Teilnehmern natürlich die Möglichkeit geben, die Strecke noch einmal in Augenschein zu nehmen. Und vor allen Dingen, je mehr man mit diesen Trucks über die Strecke fährt, diese 3629 Meter lange Runde, desto besser wird natürlich sich die Ideallinie dann im Startvorgang darstellen. Also jetzt noch einmal
Schlangenlinienfahren angesagt, auch für die 42. Und das ist André Kosim, einer der ganz, ganz jungen Piloten hier im Feld. 25 Jahre zählt er gerade erst einmal, der für die Mannschaft von MB Motorsport GmbH Tankpool 24 an den Start geht. Und so ein bisschen am Ende des Feldes aufgelistet ist auch The Local Hero. Das ist Heinz-Werner Lenz mit der Startnummer 36. 59 Jahre ist er noch alt. In ein paar Wochen, dann macht er die 60 voll. Und dann hat er auch gesagt, Leute, es reicht. Ich möchte hier nicht als Methusalem im Trag-Rennsport noch unterwegs sein. Er hat im letzten Jahr 25 Jahre Nürburgring gefeiert, feiert in diesem Jahr 26 Jahre Trag-Rennsport. Denn er begann in Solda in Belgien im Jahr 1991. Und wir wünschen ihm natürlich hier für seine, er hat es gesagt, letzte Veranstaltung auf dem Nürburgring noch einmal viel, viel Glück, viel Erfolg. Und diese nasse Strecke wird ihm natürlich hier absolut entgegenkommen. Der Iveco, der knorrgebremste Hahntrag, ganz groß in den Bildern. Wir sehen dort hinter aber auch die 23. Die Mannschaft von Tragsport Lutz Bernau mit Antonio Albacete. Und der hat es dann im Startvorgang, ich möchte mal sagen, besonders schwierig. Denn die Freightliner, die werden sich hier sofort versuchen abzusetzen, die mit Doppelturbo befeuert sind, die ein wahnsinnsbreites Drehzahlband haben. Und mal so eine kleine Mutmaßung meinerseits, Jochen Hahn wird in der Anfangsphase alles riskieren müssen, um die Nase vorne zu haben. Und es ist ja anders wie im Tourenwagensport. Die Seite der Pole Position, die ist im Trackrennsport auf dem Nürburgring auf der Boxenmauerseite. Also die rechte Seite, die gehört Jochen Hahn. Damit hat er beim Einlenken vielleicht in der Mercedes Arena einen kleinen Vorteil, kann die Lücke dicht machen, wenn außen herum versuchen wird, ein Norbert Kisch die Möglichkeit eines Angriffs zu setzen. Aber ob ein Kisch bis unten hin, bis zur Anbremsphase Mercedes Arena noch auf zwei ist, ich mag es ein bisschen zu bezweifeln. Ich ahne dort, dass man mit der 55 den Adam Lacko vielleicht dann schon auf der zweiten Position erleben darf. Der wird eine Lücke suchen, der wird eine Lücke finden. Und jetzt sucht man noch einmal die Möglichkeit, die Reifen anzuwärmen. Hahn macht es, dessen Performance mir heute im Warm-up gar nicht allzu gut gefallen hat. Er war dort nur auf der 7., 8. Position aufgelistet. Und wir beobachten, dass die Teams herauskommen aus der Vedol-Schikane. Und wir beobachten, dass der Führungstruck sich abgesetzt hat und dann in die Box in diesem Moment einscheren wird. Und jetzt hat Jochen Hahn das Zepter übernommen. 50 bis 70 Stundenkilometer sind angesagt hier beim Durchfahren der Jaguar-Kurve. Und wann schließt er auf, der Norbert Kiesch? Der bleibt weit hinter Jochen Hahn. Und jetzt heißt es hier natürlich, die Startampel genau im Auge zu behalten. Aber es geht scheinbar unter Gelb weiter. Denn aktuell wird hier oben die gelbe Flagge gezeigt. Die Ampel blinkt noch. Und somit erkenne ich in diesem Moment noch keinen Startvorgang. Und langsam geht es auch hier für das Feld noch in eine weitere Runde hinein. Und das bleibt dann auch für uns einmal zu beobachten. Also zwei Formation Laps hat man absolviert. Und jetzt läuft die Runde unter Gelb. Und das bedeutet für mich, bei der nächsten Durchfahrt an Start und Ziel sind sie hintereinander wahrscheinlich aufgereiht, nicht mehr nebeneinander, aber das momentan nur eine reine Mutmaßung. Das Feld ist ganz, ganz konzentriert und ruhig unterwegs. Jeder hat natürlich seinen Radio Man, der ihm diese Signale der Rennleitung überträgt. Jochen Hahn auf 1, Kisch auf 2, wird der Ungar dort versuchen, natürlich dann direkt vorbeizuziehen. Natürlich wird er das versuchen, wird es auf der Bremse ihm gelingen. Ich denke, ein Norbert Kisch muss den Rückspiegel im Auge halten, denn es wird ein Freightliner-Pilot namens Adam Lacko sein, der sofort versucht, vorbeizuziehen. Und vor allen Dingen, was macht der Sascha Lenz? Das ist die große Frage, die sich mir hier zunächst einmal stellt. Er geht ja von der 6. Startposition in dieses Rennen hinein. Er liebt die feuchte Strecke. Er sagt, da fühlt er sich so richtig wohl, hat vielleicht bessere Möglichkeiten als im Trockenen. Und die 6. Startposition ist für ihn gar nicht allzu schlecht, denn er kann das beobachten, was vorne abgeht. Lutz Bernau hat gestern mir mal auf meine Frage geantwortet, was ist die beste Position? Da sagt er, die 3. Denn von der 3. Position bist du zum einen auf der Innenlinie, hinter dem Polcenter, und du kannst beobachten, was vorne abgeht. Du siehst die Bremspunkte und kannst dementsprechend auch reagieren. Da kann immer sein, dass der Polcenter den Bogen überspannt, den Bremspunkt verpasst oder vielleicht auch zu früh in die Knorrbremsen einsteigt. Das bleibt jetzt alles abzuwarten, fällt also
aufgereiht hin wie eine Perlenschnur kommt man an über den Atwan-Bogen. Auch der letzte Trakt der Startaufstellung ist jetzt über die Bildsteinkurve in den Atwan-Bogen eingefahren. Hahn schon bereit in der Jaguar-Kurve und wir beobachten die Stadtampel und hier ist grün geschaltet, schon hier oben an Start und Ziel. Also jetzt wird hier die Post abgehen, das Feld kommt an und in wenigen Sekunden werden wir diese Turbolader mit vollem Ladedruck erleben dürfen, wenn sie diese Trucks mit den 1150 PS durchbeschleunigen. Jochen Hahn, er hat die Hatz eröffnet, er geht als erstes durch an Start und Ziel in die noch verbleibenden jetzt 11 Rennrunden hinein oder 10, so wird es hier oben auf dem Monitor angezeigt, ist gerade noch einmal umgesprungen runter zur Mercedes Arena und eine Steffi Hallen bekommt schon Gesellschaft von einem Sascha Lenz, der probiert vorbeizuziehen, volle, alles unverändert. Iveco, Mercedes, MAN, Freightliner, so biegt man dann zum ersten Mal ein in die Mercedes Arena und da hat die Rennleitung das einzig Vernünftige getan, man hat das Risiko der vielen, vielen Kollisionen herausgenommen aus dem Startvorgang, indem man eine Runde unter Gelb dem ganzen Prozedere der Formation Lab noch folgen ließ. Und wir erkennen auch, dass der erste der beiden Freightliner probiert, vorbeizuziehen an dem vor ihm platzierten Kisch und Albacete. Dort gibt es aber auch im Moment so ein bisschen Probleme für die Elf, für Eduardo Rodriguez. Und wir erleben einen ganz, ganz aufmüpfigen Heinz-Werner Lenz noch in der Mercedes-Arena unterwegs. Er schiebt sich links und rechts an den Konkurrenten vorbei. Tankpool greift an. Wir haben den Drittplatzierten zu benennen mit der 55 mit Adam Lacko. Der hat bereits hier einen Antonio Albacete von Tragspurt Lutz-Bernau passiert. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, für die Knorr-Bremse, für Iveco wegzuziehen vom Rest des Feldes. Der hat momentan nur einen direkten Konkurrenten und das ist der Europameister der des vorletzten und des davor liegenden Jahres. Das ist Norbert Kisch, der hier umgestiegen ist im letzten Jahr auf Mercedes. Und wir erleben jetzt aber auch den Drift von Jochen Hahn. Und da merkt man, er ist auf der letzten Rille unterwegs. Kisch zieht schon einmal ein bisschen rüber, möchte freie Sicht haben, schert wieder hinter Jochen Hahn ein. Und wir erleben einen Sascha Lenz, der schon auf der fünften Position unterwegs ist, ist vorbeigezogen an Steffi Hallen. Und Steffi Hallen bekommt jetzt Gesellschaft von David Frigetski beim Anbremsen zur Vedolschikane, Frigetski, Janjek dort hinter, keiner macht Dummheiten, alles bleibt im sauberen Bereich und jetzt muss versuchen, der Sascha Lenz die Lücke zu schließen, die sich aufgetan hat zu Antonio Albacete, der in Schwierigkeiten geriet und dadurch wird die Lücke natürlich auch ein klein wenig kleiner werden. Hahn, Kisch, so kommt man dann hier oben an Start und Ziel durch und die beiden versuchen wegzukommen vom Adam Lacko, das gelingt den beiden aber überhaupt nicht, so haben wir ein Trio an der Spitze des Feldes unterwegs. Hahn, der Knorr MAN, der Knorr Iveco jetzt wieder runter zur Mercedes Arena. Vorsichtig auf der Bremse agieren und wir sehen, dass der Lacko dran ist. Wir sehen auch, dass Antonio Albacete sich abmüht, den Anschluss herzustellen. Komplett unterschiedliche Linien waren der Iveco von Sven Walter Logistik mit Jochen Hahn auf der Innen, auf der Außenspur ganz eng innen. Norbert Kisch im Eingangsbereich der Mercedes Arena und Norbert Kisch, der weiß natürlich auch, was die Stunde geschlagen hat. Der möchte vorbei, denn hinter ihm, da drückt bereits der Doppelturbo befeuerte Caterpillar-Motor des Freightliner mit Adam Lacko, der Tscheche, der den Anschluss herstellen konnte und der wird nicht lange fackeln. Der hat sich freigefahren von dem Madrilenen Antonio Albacete, zeigte sich jetzt auch mal Lacko auf der Außenspur, zeigte sich auf der Innenlinie und so geht dieses Trio jetzt hinein in die Kurzanbindung. Wird Hahn nur das Nötigste machen, um vorne zu bleiben oder probiert er wegzukommen? Das ist auch eine Frage, die man sich durchaus einmal stellen darf, denn Hahn sagt sich, Leute, ihr seid dran, aber ich lasse euch nie und nimmer vorbei, bleibe einfach auf Ideal Linie und ihr müsst dann in die pitchnassen Stellen hinein, um eben an mir vorbeizukommen. Bildsteinkurve, Hahn wieder weiter außen, in der Mitte haben wir Kisch gesehen, ganz eng, einen Lacko, kann sich das erlauben, hat ein unheimliches Drehzahlband in dem 1150 PS starken Freightliner, die tschechische Mannschaft, ein Fahrzeug aus dem Jahr 2012 und ein Sascha Lenz, fünfte Position eingenommen und der hat sich freigefahren von David Frigetski, der ist einsam und allein unterwegs und die Attacke kommt in der Vedolschikane. Dort gibt es einen ganz, ganz leichten Austausch einiger Lackteile. Tankpool 24 gegen die Bagheera-Mannschaft, die Freightliner-Truppe. Und wer hat davon profitiert? Albacete. Und wer wird auch davon profitieren? Das ist Sascha Lenz. Und wir erleben auch das Duell zwischen Steffi Halm und zwischen dem Sechser. Und das ist Anthony Janjek. Und das Ganze wird hier ausgetragen in der Jaguar-Kurve. Und außen herum versucht Janjek jetzt vorbeizukommen. Und die Spitze
Spitze ist durch an Start und Ziel. Die Rundenzeiten 2:11 im letzten Umlauf für Hahn, 2:12 für Kisch, für Lacko, 2:11 aber auch für Albacete. Und wer ist hier mit der schnellsten Rundenzeit unterwegs? Sascha Lenz. Was brennt der Junge, der 30-jährige Pleiter, hier für ein wunderschönes Feuerwerk ab? Und mit diesen ganz, ganz schnellen Zeiten, der fährt über 2 Sekunden schneller als die Mannschaft von Kisch und Lacko auf der 2. und 3. Position, schiebt er sich auch dementsprechend dichter an die beiden heran. Was ist mit unserem Jubilar? Was ist mit Gerd Körber, der 27, dem Rheinauer Speditionskaufmann? Der steht nur auf der 9. Position, hat aber aufschließen können zu Janjek, aufschließen können zu Halm, die jetzt einen Fehler macht. Weit, weit war sie draußen. Janjek ist durch an Steffi Halm, kann auch nicht mehr kontern, die junge Dame. Die gelernte Diplom-Verwaltungswirtin muss sich noch einmal jetzt hinten anstellen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit für Mr. Drackres, für den Rheinauer Geschäftsmann Gerd Körber im Iveco vom Team Schwabentrack, vielleicht im Bereich der Conti-Spange mit mehr Schwung beim Herausbeschleunigen Richtung der Ravenol-Kurve an einer Steffi Halm vorbeizuziehen. Steffi Halm hält noch gegen, macht noch alles dicht, was man dicht machen kann. Und dann kommt von hinten der 2. Tankpool-Truck mit André Kursim, der aktuell auf der 10. Position unterwegs ist, ist von 10 gestartet, fährt noch ein absolut unauffälliges Rennen, hat einen Rückstand zur Spitze von 13 Sekunden. Aber aufgrund des Techtel-Mechtels, Halm, Gerd Körber, kommt auch er immer dichter an den 8. und 9. Platzierten heran. Also auch da könnte durchaus noch etwas gehen. Aber auch er muss sich sputen, denn von hinten kommt ein ganz, ganz wilder Bursche an. Und das ist der Portugiese José Rodrigues im blau-gelb lackiertem MAN. Ist er unterwegs. Und dort haben wir jetzt aus diesem Duo Steffi Halm, Gerd Körber ein Quartett bilden können mit André Kursim und eben mit José Rodrigues. Aber die müssten sich einig sein, um die Lücke nach vorne zu schließen. Wir blicken zur Spitze. Was gibt es dort aktuell Neues zu vermelden? Uns interessiert eins, und das ist die Rundenzeit. Die Rundenzeit von Sascha Lenz, der fährt 2:10.0, ist damit die zweitschnellste Zeit, die abgeliefert wird. Der Norbert Kisch, der Mann, der aus Budapest, aus Ungarn angereist ist, der fuhr im letzten Umlauf die schnellste Rennrunde. Sollte uns weniger interessieren. Uns interessiert natürlich, wie lange kann er ihn noch abwehren, den 55er, den 32-jährigen Tschechen Adam Lacko. Und solange Lacko an Kisch nicht vorbeikommt, denke ich auch sagen zu dürfen, dass man an der Spitze ein bisschen Ruhe hat, dass Jochen Hagisch hier auf das Einfahren der wichtigen 20 Punkte konzentrieren kann. Und im Moment in der 5. Position unterwegs, und das würden 8 weitere Meisterschaftspunkte bedeuten, da sprechen wir von einem Sascha Lenz. Und für diese 5 geht es jetzt hinunter Richtung der Kurzanbindung, Attacke von Lacko. Und der treibt den Kisch in einen kleinen Fehler hinein, Kisch ganz weit außen, aber das war kein Fehler, das war Absicht, denn dadurch konnte er Ausgang der Kurzanbindung auf der Innenspur etwas früher aufs Gas gehen, wieder den fast direkten Kontakt herstellen zur Sattelaufliegerkupplung des vorhin platzierten Iveco knorrgebremsten Piloten Jochen Hahn, der sich hier immer noch in führender Position behauptet. Aber die Attacken, die werden mit Sicherheit noch härter werden. Und da wird man auch irgendwann einmal anklopfen bei Jochen Hahn und sagen, hör mal, mein lieber Iveco, der Stern leuchtet am Himmel der Eifel im Moment auf dem 2. Platz mit Norbert Kisch, mit der Mannschaft von Markus Bauer. Und das muss auch den Mercedes-Verantwortlichen jetzt mal bewusst werden. Hier präsentiert man den Stern auf Privatbasis, aufgebaut und finanziert auf der 2. Position beim größten Event der internationalen Drag Race Geschichte, der Europameisterschaft hier in der Eifel auf dem Nürburgring. Immer noch ist es der Iveco von Hahn auf 1, der Tankpool Mercedes auf 2, der Freightliner auf 3, der MAN auf 4. 4 Marken auf den ersten 4 Plätzen und es kommt die Attacke. Tankpool attackiert, Stefan Hohnes, der Cheftechniker, der wird schweißnasse Finger haben. Jetzt haben wir aber auch Lacko, der heranfliegt auf der Innenlinie. Das kann meiner Einsicht nach nicht gut gehen. Da gibt es jetzt den direkten Kontakt, aber auf der letzten Rille hat man hier noch einmal abbremsen können. Und Jochen Hahn, der weiß jetzt, was die Stunde geschlagen hat, zu treten neben
nebeneinander geht es nicht durch die Mercedes-Arena. Zu zweit vielleicht. Das probiert im Moment Kisch und Lacko. Lacko außen herum, Kisch blockiert die Innenlinie. Hahn muss konsequent jetzt im Ausgang rechts bleiben. Der darf dort keinen vorbeilassen. Und mein lieber Norbert Kisch, bitte aktiviere auch rechtzeitig die Bremsanlage. Wir haben einen neuen zweiten. Lacko ist durchgezogen mit dem Freitliner. Treibt weit raus. Innenlinie, Attacke von Norbert Kisch. Der Ungar gegen den Tschechen. Und der Ungar hat die bessere Linie hinunter zur Conti-Spange durchgesetzt. Er wieder auf zwei zurückgekehrt. Und aufgrund des ganzen Techtelmechtels ist Pragsport Lutz Bernau, der MAN von Antonio Albacete, wieder herangekommen. Und wir blicken immer noch, wer liefert hier die schnellsten Rundenzeiten ab. Momentan ist es Janjek und der ist an Sascha Lenz vorbeigezogen. Das nur mal zu Ihrer Info. Vorne geht die Post ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir blicken natürlich auch auf die Verfolger. Was ist dort hinter los mit Frigetski? Der kann den Anschluss nicht herstellen. Aber vorne, da gibt es immer wieder diese Driftwinkel. Raus aus der Bildsteinkurve, rein in den Advanbogen. Und er muss Ende Advanbogen auf der Bremse die Attacke von dem 55er kommen. Von Adam Lacko, dem Tschechen. Und er probiert es jetzt. Auf der Gerade geht es nicht. Da sind alle mit 160 km/h Max-Speed unterwegs auf der Bremse. Und der hat die Außenlinie eingenommen, Lacko, eben noch innen. Jetzt außen probiert er es vorbeizukommen, räubert wüst über die Curbs, hat aber keinen der Cornermarkers getroffen, jetzt rein in die Jaguar-Kurve. Da gibt es einen ganz vorsichtigen Lackabtausch. Er hat gemerkt, dort gibt es keinen Platz mehr für Norbert Kisch. Kisch hat ein bisschen Platz gemacht und jetzt heißt es Lacko innen, Kisch außen und die bessere Linie ist außen. Kommt mit mehr Dunst auf die Gerade und jetzt zieht der Antonio Albacete raus vorbei an Adam Lacko. Also das hätte ich auch so nicht gedacht, dass Lacko hier diesen dritten Platz vielleicht sogar jetzt endgültig abgeben muss. Antonio Albacete. Und mit diesem sympathischen, freundlichen Burschen ist aber, weiß Gott, nicht gut Kirschen essen. Der weiß dagegen zu halten. Das macht er jetzt auch. Der haut mal einfach ums Eck der Mercedes Arena an der dritten Positionsliegen hinein, aber fällt jetzt wieder auf vier zurück. Jochen Hahn, Norbert Kisch können ein bisschen durchatmen. Die ersten Attacken von Adam Lacko sind zunächst einmal verraucht. Aber jetzt kommt es zum Duell Mercedes gegen Iveco. Jetzt muss er konsequent dranbleiben, Jochen Hahn. Kann er nicht. Er wechselt die Linie, geht auf die Außenspur. Und damit haben wir einen neuen Leader. Und das ist ein Norbert Kisch, der Europameister von 2014 und 2015. Jetzt bekommt Jochen Hahn Gesellschaft von Adam Lacko, der sich freigefahren hat vom MAN, den Goodyear-bereiften MAN, wie alle ja im Feld mit Goodyear-Produkten unterwegs sind, von Antonio Albacete. Wüst schlingern die Trucks, diese 5,3 Tonnen Trucks hier hin und her. Dann gibt es immer wieder die Gangwechsel und dann sieht man diese Unruhe, die mit diesen Wahnsinns-PS-Zahlen auf die Hinterachse übertragen werden. Und es kommt die Attacke in der Bildsteinkurve auf der Innenspur. Und da wird jetzt der Adam Lacko, nein, er steckt noch einmal zurück, reiht sich hinter Jochen Hahn ein. Und so werden diese vier, Kisch, Hahn im Iveco, Lacko im Freitliner und ein Antonio Albacete im MAN, mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen bis zum 100-Meter-Schild. Dann steigt man in die Bremsen rein und dann muss das Ganze funktionieren. Dann biegt man wieder ab in diese Links-Rechts-Kombination, in diese ganz, ganz eng gesteckte Formel-1-Variante der Vidol-Schikane. Von dort beschleunigt man früh raus, denn dort geht es ein bisschen den Berg hoch Richtung der Jaguar-Kurve. Dort, wo ein Antonio Albacete dem Tragsport Lutz Bernau MAN den Anschluss verliert. Und jetzt runter zur Mercedes-Arena. Hahn außen, aus der Jaguar-Kurve herausgekommen, Innenlinie, hatte gewählt ein Adam Lacko, der ja in der Europameisterschaft bis dato noch keinen Titel sein eigen nennen durfte, stieg ja ein in der Super Restra-Klasse 2003 auf einem Tatra, hat dann gewechselt auf MAN, war Renault-Pilot, war Freightliner-Pilot, ist heute auch weiterhin noch auf einem Produkt aus dem Hause der Bagheera International Racing Systems Truppe aus Tschechien unterwegs. Ja, Kisch, wird der sich freifahren? Was macht Markus Bauer, der Teamchef? Darf er schon einmal davon träumen, so ein bisschen die Sektflasche, zumindest mal das Zellophanpapier dort zu entfernen? Wir erleben aber jetzt die Attacken und Jochen Hahn ist so ein bisschen der Leidtragende. Der Iveco, der auch von Sven Walter unterstützt wird, eine Spedition mit 85 Trucks in Berlin, hat gesagt, ich unterstütze Sascha Lenz und einen Jochen Hahn in diesem Jahr. Und so wird der Jochen Hahn im Moment ein bisschen zurückgereicht, kommt der Polsetter, der Drittplatzierte der Europameisterschaft aktuell
auf der dritten Position, jetzt hinein in die Kurzanbindung und hat hinter sich den MAN von Tragsport Lutz Bernau von Antonio Albasete. Und da wird natürlich auch Konrad Hahn, der Teamchef von Team Hahn Racing, ein bisschen feuchte Hände bekommen, aber das ist eine ganz cool und abgeklärte Truppe. Da wird man sich sagen, lieber fahre ich mal 12 Punkte für den dritten Platz nach Hause, als vorne irgendwo im letzten Umlauf noch eins abgeschossen zu bekommen und dann mich neben der Strecke wiederzufinden. Und jetzt bekommt einer Druck und das ist eben der Mercedes von Tankpool 24 und das ist auch der Iveco von Jochen Hahn, denn die Verfolger mit der 55 Adam Lacco und Antonio Albasete, die drücken auf das Heftigste. Noch kann er sich hier behaupten, der zweifache Europameister Norbert Kisch an der führenden Position. Der Stern leuchtet hier bei Regen verhangenem Himmel in der Eifel definitiv wieder ganz, ganz groß auf. Ein Norbert Kisch, der ja im letzten Jahr auch zwei dritte und zwei vierte Plätze hier bei diesen vier Europameisterschaftsläufen abliefern konnte, muss im Moment erkennen, dass wir einen neuen Führenden haben. Und das ist die Mannschaft, die mit dem Caterpillar-Motor befeuert wird. Das ist die Mannschaft von Bagheera International Racing Systems. Das ist Adam Lacco, der kam bei der letzten Durchfahrt mit einem Vorsprung von 0,152 Sekunden an Start und Ziel vorbei. Jochen Hahn verliert ein bisschen den Anschluss. Und Lacco fuhr ja im letzten Umlauf trotz Überholmanöver mit 2,086 die absolut schnellste Rennrunde. Dort hinter Kisch, dann Hahn, Albasete, Janjek, den dürfen wir nicht außer Acht lassen, den Sechser in der fünften Position, den Franzosen im MAN, dann haben wir auf der fünften ihn, ja, Sechster Sascha Lenz, siebter Frischetski. Wird Frischetski eine Sascha Lenz noch unter Druck setzen? Lenz fährt glänzende Rundenzeiten. Das sind Rundenzeiten, die reichen, um normalerweise um die Spitze mitzukämpfen. Aber der ist ja vom sechsten Platz in den Lauf hineingestartet. Und da musst du erstmal nach vorne kommen. Jetzt haben wir die beiden Konkurrenten, die sich ja schon seit vielen, vielen Jahren so immer wieder hier auf der Strecke wieder treffen. Einen Iveco-Piloten mit der 1, den vierfachen Europameister Jochen Hahn gegen Antonio Albasete, den Rückkehrer. Und jeder im Feld war froh, dass wir ihn wieder hier mit im Feld dabei haben, Antonio Albasete. Heinz-Werner Lenz, der bei seinem letzten Truck-Race-Wochenende in der Eifel unterwegs ist, steht aktuell auf der 14. Position, hat sich also hier ein klein wenig verbessern können, vorbei an Rubino, an Kleinagelfort, an Sandbergen und an den Herrn Rodriguez, die ja in der dreifachen Formation hier mit dabei sind. Es wurde gesagt, das ist der Opa, das ist der Papa und das ist das Enkelkind, die hier am Start sind, aber so ganz passt das meiner Einschätzung nach von den Geburtsdaten doch nicht so. Aber soll uns nicht interessieren, es gibt Riesenprobleme für Antonio Albasete und Janjek profitiert er vielleicht davon, beim Versuch etwas früher herauszubeschleunigen aus der Vedot-Schikane, hat Albasete so ein bisschen Probleme mit der doppelbereiften Hinterachse gehabt, trieb ein bisschen zu weit raus aus dem Rennkurs und so hat er zur Kenntnis nehmen müssen, hier gibt es jetzt Probleme, denn Janjek, der Franzose aus Metz, der den Baubedarf Handel seines Vaters übernommen hat, der ist hier jetzt auch in dran. Und was macht ein Gerd Körper gegen André Kursim? Der zweite Mercedes im Feld, 9. Position. Gerd Körper, der Rheinauer, der Speditionskaufmann. 91 war er erstmalig Meister mit einem Phoenix MAN in der Klasse C in der Europameisterschaft. Der fährt jetzt mit dem neu entwickelten Iveco. Mit dem Iveco Stralis, das ist die kleinste Fahrerkabine, die es im Iveco-Programm gibt, die man hier aufgebaut hat. Der attackiert einen André Kursim, der ja auch schon viele Rennen, beispielsweise auch in der Mini-Challenge abgeliefert hat, seit jetzt 4 Jahren bei Tankpool 24 dabei ist. Und Gerd Körper gibt dem André Kursim unabsichtlicherweise mal so ganz, ganz kleinen Schubser. André Kursim hat sich aber wieder gefangen und probiert jetzt im Ausgangsbereich der Mercedes-Arena die rechte Linie einzuhalten. Und da kann er sich gegen Gerd Körber durchsetzen, der mit der Performance seines Fahrzeuges an diesem Wochenende noch nicht so ganz zufrieden ist. Der hat selbst gesagt, ja, ich hatte mir etwas anderes unter dieser Neuentwicklung vorgestellt. Bei Hahn klappt es einfach, aber ich komme so mit dem Fahrzeug noch nicht richtig zurecht. José Rodríguez ist auch dran
in der Kurzanbindung früh rausbeschleunigen muss er. Der Mann, der im letzten Jahr den zweiten Platz in der französischen Meisterschaft einfahren konnte, der ist jetzt dran an Gerd Körper. Der macht richtig Druck und Gerd Körper hat ein bisschen abreißen lassen müssen Richtung dem zweiten von Markus Bauer aufgebauten Tankpool 24 Mercedes von André Kosin. Über die Bildsteinkurve hat es Körper wieder verstanden heranzukommen, aber vor diesem Trio klafft die Lücke zu Steffi Halm, klafft die Lücke zu David Frigetski und eine Steffi Halm aktuell auf der 8. Frigetski auf der 7. Position unterwegs. Was gibt es Neues an der Spitze? Wir erleben, dass der Sascha Lenz sich abmüht ohne Ende und immer dichter herankommt. Hat im ersten Sektor auch wieder eine Granatenzeit abgeliefert. Zeiten, die auch der Spitzenreiter gerade so fahren kann. Jetzt kommt die Attacke. Gerd Körber ist vorbei. Zumindest mal für einen kurzen Moment am Mercedes von André Kosin. Körper auf der Innenspur. Jetzt kann André Kosin früher aufs Gas gehen, sauber rausbeschleunigen. Und Stefan Hohnens, der wird das Ganze hier unten aus der Boxenstraße beobachten, der wird frohlocken. Nein, der steht dort mit verschränkten Armen, ganz entspannt, hat die Hörer auf dem Kopf, hat kaum mal den Drücker in der Hand, um seinen Fahrer die nötigen Informationen zu geben. Braucht auch er nicht, der grauhaarige, geniale Techniker. Der weiß, ein Kisch ist aktuell auf 2 und ein André Kosin, dem kannst du nichts sagen, denn der hat alle Hände voll damit zu tun, sich den Gerd Körper und vor allen Dingen auch den direkten Verfolger José Rodríguez vom Halse zu halten. Körper schlüpft im Moment in der Mercedes Arena auf der Außenlinie durch und Rodríguez versucht ebenfalls noch jetzt auf der Innenlinie sich den André Kosin zu schnappen, aber dieser Junge hat eine unheimlich tolle Entwicklung im Tracksport hingenommen. Es war die erste Saison, wo er unterwegs ist im Jahr 2014 ohne Meisterschaftspunkte. 2015 keine Meisterschaftspunkte und dann platzte der Knoten im vergangenen Jahr, als er einen Teamkollegen bekommen hat, der als zweifacher Europameister die Nummer 1 mitgebracht hat zu Markus Bauers Mannschaft Tankpool 24. Und man hat damit Stefan Hohnes den nächsten Knaller verpflichtet, der unten alleine in der Boxenstraße steht, sich das Treiben seiner Jungs in Ruhe anschaut. Und der weiß, die machen keine Dummheiten. Der weiß aber auch, wir haben gleich ein bisschen Reparatur anstehen, denn der hintere linke Kotflügel bei Kosin hängt ein bisschen schräg im Wind, wird ihn gar nicht groß interessieren. Szanyek rutscht ran an Antonio Albacete und der Spanier, der rutscht ran an Egnor Iveco von Zinnwalter Logistik, von Jochen Hahn, die sympathische Schwarzwälder Mannschaft aus Altensteig. Und die haben ja auch schon Jahrzehnte im Trackrennsport zugebracht. Der Vater und der Onkel von Jochen, die begannen ja, Jörg und Konrad, mit dem Trackrennsport. Dann blieb nur noch der Konrad übrig im Trackrennsport, der heute der Teamchef dieser Mannschaft ist. Und mit der 1 ist Jochen Hahn unterwegs, immer noch auf der 3. Gesamtposition. Die 18. Saison im Trackrennsport fährt Jochen Hahn in diesem Jahr. Und das Team ist seit 21 Jahren im Trackrennsport unterwegs. Eine unheimlich sympathische und immer nette und aufgeschlossene Mannschaft, die auch viele soziale Geschichten mit ihrem Team immer machen. Ein ganz, ganz großes Herz für bedürftige Menschen haben. Eine ganz, ganz tolle Truppe, die Mannschaft rund um Jochen Hahn. Antonio Albacete hat ein paar Probleme. Normalerweise sagt man ja, ein Spanier fährt gerne im Trockenen, aber gestern konnten wir auch vom Teamchef Lutz Bernau die Aussage mal bekommen. Es ist auch gut, wenn ein Antonio Albacete nasse Strecke vor sich hat, dann fühlt er sich vielleicht sogar etwas wohler als im Trockenen, aber er kommt aktuell an Jochen Hahn nicht vorbei und Szanyek, der Franzose, sieht auch keine Möglichkeit, den direkten Anschluss herzustellen. Szanyek, der in seiner Karriere ja bis dato 3 Siege einfahren konnte. Jochen Hahn im Übrigen hat in diesem Jahr den 103. Sieg unter Dach und Fach gebracht, steht aktuell auf der 3. Gesamtposition und das wäre dann der 103. Platz für ihn in seiner Karriere. Also, das wollte man nur mal ganz kurz am Rande erwähnen. Der Stand der Dinge, Adam Lacko auf 1, Kisch auf 2, Hahn im Iveco auf 3, Albacete MAN 4, Lenz MAN auf der 5., Szanyek MAN auf der 6., MAN mit Steffi Halm auf 7, der Freitliner mit David Frigetski auf der 8., Gerd Körber im Iveco auf 9 und André Kosin im Tankpool 24
Mercedes auf der 10. Gesamtposition. Und so sind wir hier in der Schlussphase unterwegs. Das schwarz-weiß karierte Tuch ist draußen, während dessen Körper noch einmal attackiert ein Frigetski. Und wir gratulieren hier oben an Start und Ziel den Sieger Adam Lacko. Herzlichen Glückwunsch an die 55, den Tschechen, den 32-Jährigen, der diesen Laufsieg hier sein eigen nennen darf. Und es ist der insgesamt 4. Sieg für ihn in diesem Jahr, hat ja fast das Quartett schaffen können. Full House in Italien, 3 Siege, 1 3. Platz. 2. Der geht an die Mannschaft von Tankpool 24, an den Mercedes von Norbert Kisch. Der Iveco, der Knorr-gebremste von Jochen Hahn auf Platz 3. Der Tracksport Lutz Bernau MAN mit Antonio Albacete auf 4. Sascha Lenz, herzlichen Glückwunsch, sagen wir hier. Einen grandiosen 5. Platz hat er nach Hause fahren können. Einen ganz tollen Auftritt hat er im Fahrerlager. Und die 6. Position, die geht an den 6er. Das ist der Franzose. Aus Metz kommt der Anthony Janiek. Die 7. Gesamtposition an Steffi Halm. Die muss leider damit zur Kenntnis nehmen, das war nach dem einen Ausfall in diesem Jahr in Österreich das schlechteste Ergebnis in diesem Jahr. Das bedeutet für uns, sie wird natürlich den nötigen Ehrgeiz entwickeln, sich weiterhin steigern, um ja an diesem Wochenende auch noch viele, viele Punkte einfahren zu können. Und dann gab es ja fast ein Fotofinish mit Gerd Körper und José Rodríguez, Körper der 8. im Iveco von dem Team Schwabentrag rund um Schorsch Klöckner. Der 9. wird José Rodríguez. Der 10. das ist der 2. Mercedes hier im Feld mit André Kursim. Auf der 11. Position das 2. Fahrzeug vom Team Schwabentrag mit Faas. Der 12. Platz geht an den 33 David Frigetski, der damit meinen Erwartungen ein klein wenig hinter der Freightliner, denn sein Teamkollege Adam Lacko konnte ja das Rennen mit eben einem baugleichen Fahrzeug für sich entscheiden. Theodosio, der in den letzten Jahren gefehlt hat, hier in der Eifel auf dem 13. Platz, Lenz auf der 14. Stelle notiert. Interessant haben wir die Markenvielfalt auf den ersten 4 Plätzen mit Freightliner, Mercedes, Iveco, MAN, 4 verschiedene Marken. Also ganz, ganz tolles Ergebnis aus Sicht der Marken. Und ich denke, man hat auch hier keine allzu großen Überraschungen erlebt, bis vielleicht auf die Tatsache, den Auftritt von Tankpool 24. Da muss man sagen, einen ganz, ganz großen und dicken herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft von Markus Bauer. Der Stern am Himmel in der Eifel, der Mercedes-Stern, leuchtet auch in diesem Jahr, nachdem ja Norbert Kisch im vergangenen Jahr auch schon so tolle Erfolge hier abliefern konnte, als er bei 4 Wertungsläufen 2-mal mit Platz 3 auf dem Podium Platz nehmen durfte. Toller Auftritt, Gerd Körper, der musste aber viel, viel kämpfen, um diesen 8. Platz letztendlich nach Hause zu fahren. Und André Kursim wird am Ende des Rennens auf der 10. Endstelle notiert. Der 10. Platz, von dem er ja auch in diesen Wertungslauf hineingestartet ist. Steffen Faas im 2. Iveco vom Team Schwabentrag, der 11. Super Ergebnis, da muss man ja auch wissen, der ist sein erstes Trackrennen überhaupt heute erst gefahren. Frigetski dann auf der 12. Theodosio der 13. Und was macht ein Heinz-Werner Lenz? So wie wir ihn kennen und kennengelernt haben, ist er wieder durchs halbe Feld durchgepflügt hier bei diesen feuchten Bedingungen auf Platz 14. Robineau, der Franzose auf der 15. Position, der ehemalige Drittplatzierte der französischen Motocross-Meisterschaft. Erwin Klein-Nagelfort, die 15, der Scania-Pilot auf dem 16. Gesamtplatz. Der Niederländer, der in den Niederlanden bei der Veranstaltung in Assen 2001 sein Debüt im Trackrennsport gegeben hat. Sein Landsmann Kies Sandbergen, sein Markenkollege, allerdings dort mit einem Langhauber Scania unterwegs auf 17. Eduardo Rodríguez, Manu Rodríguez und Henry Tajus, die runden momentan die 20 Platzierten ab. Ja, das war ein tolles Rennen, was wir hier erleben durften. Und die Fahrzeuge gehen natürlich jetzt sofort durch die Box der Techniker raus Richtung Fahrerlager, dort aber nicht in die Teamzelte, sondern in den Park Fermé. Dort steigen die Fahrer aus, dort müssen sie von ihren Trucks sich zeitnah entfernen, gehen natürlich die Besten zur Siegerehrung. Dort steht nämlich dann in Kürze auch bereit mein Kollege Joachim Eberts. Im Fan Village wird er dann die Siegerehrung der Bestplatzierten durchführen. Und natürlich darf dann auch kein Teammitglied an die Trucks gehen im Parc Fermé. Dort wartet man dann, bis die Parc Fermé-Bestimmungen erledigt sind, bis die Parc Fermé-Zeit aufgehoben wird. Und dann werden die Trucks von den Mechanikern wieder in die Teamzelte gebracht.
technisch in Ordnung gebracht. Und heute Nachmittag erleben wir ja dann den zweiten Wertungslauf. Dort, wo wir die besten 8 dann in umgekehrter Startaufstellung im Start begrüßen dürfen, im Grid begrüßen dürfen. Dann haben wir in der ersten Reihe, hoppla, das wird lustig, Gerd Körber und Steffi Halm. Die zweite Reihe, Janjek und Lenz. Die dritte, Albersete und Hahn. Und in der vierten, Kisch und der Sieger des jetzigen Wertungslaufes, Adam Lacko. Damit also aktuell das Rennen auch beendet. Alle sind hier durch die Boxenstraße durch, Richtung Parc Fermé. Und wie gesagt, es wird dann in Kürze auch die Siegerehrung geben.